Ja. Hallo? Und so? Hallo? Nee, hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound. Wir hatten ja die letzte Folge Quests abgeschlossen. Und diese Quests, werden wir erstmal weiterführen. Wir müssen jetzt ein Disfus-Beacon bauen. First Contact Distress Beacon. Wir gucken mal kurz, was wir dazu alles brauchen. Lol. Jetzt. Distress Beacon. Wir brauchen noch Copper Bar und Iron Bar. Also brauchen wir ja Copper und Eisen. Da würde ich sagen, gehen wir schnell nach unten und holen uns das noch. Ja, gut. Das war gerade sehr komisch. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir uns das noch schnell holen. Jetzt haben wir schon alles abgekratzt, ne? Ja. So, wir gucken einfach mal. Wow, nein. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Oh Gott. Oh Gott, nein. Alter, krass. Das wollte ich gar nicht machen. Das wollte ich wirklich nicht tun. So, die Tür nehmen wir aber noch mit. Zack. So. Oh ja, komm, geh doch hoch, Mann. Oh, verdammt noch mal, ey. Ich weiß gerade nicht, wie laut es bei euch ist. Doch bei mir ist die Soundqualität sehr, sehr hoch. Die Lautstärke ist bei mir sehr hoch. Aber ich glaube, das scheint irgendwas mit den Kopfhörern zu sein. Das Geld nehmen wir natürlich mit. Noch 12 Pixel geholt. So, da ziehen wir einsam durch unsere Landschaft. Komm schon. Jetzt. Komm schon, jetzt hämmern. Boah, sind wir böse, ey. So, Iron haben wir jetzt genug. Fehlt uns nur noch Copper. Das kriegen wir auch noch irgendwo her, hoffe ich mal. Ich glaube, dass wir gestorben werden. Wären. Das nehmen wir natürlich noch mit. Oh. Ich habe gehört. Lol. Ich habe gehört, dass diese Viecher nicht so lieb sind. Niemals, niemals. Ihr kommt nicht an mich ran. Ihr kommt nicht an mich ran. So. Noch 96 Pixel abgegrast. Das ist doch schön. So kann man sich relativ leicht Pixel verdienen. Das ist recht cool. Was man natürlich hier auch machen kann, ist, dass man hier praktisch Planeten abfliegen kann. Und alles. Und das ist eigentlich recht cool. Oh, eine Kiste. Kiste! Okay. Ja, ich nehme die mal mit. Weil so schlecht ist die eigentlich gar nicht. Unsere ist einfach besser. Und das liegt einfach daran, dass wir halt noch diesen Schub haben, dass praktisch noch dieser komische Elektroschock da hinterherkommt. Oh. Alter, lol, was?
Alter. Ganz im Ernst, komm mal runter. Chill mal dein Leben, Alter. Alter, fick dich. Verpiss dich, ich mag hier keiner. Danke. Krass, wo hat der die Waffe denn auf einmal her? Naja. Immer schön essen. Oh ja. Haha. Oh, krass. Ich glaube, das sind wir noch ein bisschen zu schlecht dafür. Ist natürlich nur so eine reine Vermutung. So, Eisen haben wir dann genug. Hä? Ich kapiere das immer nicht, wie man das macht. Also in diesem komischen Wechseln da. Lol. Ich mach das jetzt einfach mal. Alter, nicht, dass das hier gleich, nicht, dass wir gleich herausgezogen werden oder so. Und. Okay. Es ist Gott sei Dank überhaupt nicht rätselhaft. Krass. Okay, naja. Wer es braucht. So, ich guck mal kurz. Distress Beacon. Wir brauchen halt nur noch Copper Bar. Iron Anvil, dächtig, haben wir schon gemacht. Den ich natürlich auf komische Art und Weise nicht wieder aufstellen konnte. Ich kann noch mal kurz gucken, vielleicht liegt der hier drin. Was ich eher nicht denke. Nope. Sieht nicht so aus. Na, gehst du weg. Okay. Ich würde sagen, dass wir erstmal hier wieder Kohle reintun. Fuel. Und ich würde jetzt am liebsten gerne mal wegfliegen. Desert. Fliegen wir mal dorthin. Juhu! Wow, es treibt mich nach hinten, Hilfe! Okay. Jetzt fliegen wir durch die... Alter, das sieht so hammergeil aus. Cool. Wir können dann noch wieder landen. Alter, wie lange das dauert. Jetzt sind wir wieder da. Yay! Yay! Okay. Gut, dann gehen wir nämlich dann gleich mal runter und gucken mal, was der neue Planet so zu bieten hat. Hä? Lol, ich kann ja hier zweimal schlagen. Okay, ich gehe mal runter, mal gucken. Und... Cool. Sieht ja geil aus. Ob es ja auch Völker gibt? Interessiert mich gerade wirklich. Bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob es hier Völker geben wird. Und wenn ja, cool. Wenn nein, auch cool. Oh mein Gott! Nein! Verpiss dich!
Geh weg! Alter, macht der Damage. Alter. Die Kiste nehmen wir mal mit. So. Alter, Junge. Das ist schon irgendwie krass. Aber hier sind noch schön Copper. Und ich glaube, dann haben wir den Disrespeaken schon fast. Würde ich mal sagen. Lol. Naja. Alter, wie geil. Ich mach mal kurz eine Workbench. So. Und machen wir mal kurz eine Axt. Oh. Ich muss die Tastatur mal ein bisschen anders platzieren. So. Und dann machen wir uns mal eine Axt. Please. Och nö. Oh. Ist das Cobblestone? Das ist gar kein Cobblestone, glaube ich. Doch, okay. Dann nehmen wir den auf jeden Fall noch mit. Können wir uns jetzt eine Axt machen. So. Das und dahin. So. Dann bauen wir den Baum mal ab. Was ist denn das? Das ist ein normales Holz. Ja, ist normales Holz. Okay, lol. Hier ist einfach mal noch eine Truhe. Alter. Cool. Platinuhr, das ist gut. Das nehme ich mal mit. Die Stonehoe brauchen wir eigentlich nicht. Sehr cool. Da unten sehe ich noch eine Kiste. Alter, hier gibt es auch viele Kisten irgendwie. Zumindest kommt mir das irgendwie so vor. Ich glaube, das Vieh ist böse. Hab es nicht gesagt. Obwohl die Viecher mir hier sehr stark vorkommen irgendwie. Da oben ist noch eine Kiste. Leute, Alter. Krass, und wir haben schon fast 1000 Pixel zusammen. Also, naja, fast, ne? Boah. Alter Schwede, wir grasen hier richtig ab. Das ist jetzt irgendwie nicht so passend gewesen. Obwohl der Planet wirklich richtig, richtig geil ist. Also, man kriegt ja gutes Zeug. Aber ich muss mir auf jeden Fall erstmal Rüstung machen. Und da gucke ich mal. Iron Anvil. Ich mache mir einfach mal kurz ein. Wir haben es ja. So. Gehen wir mal kurz hin. Und ich guck mal kurz, wie viel man hier für normales Copper-Zeug braucht. Interessiert mich gerade. Hallo? Da. Copper. Man braucht halt sau viel Copper. Wie ich gerade sehe. Und dazu braucht man dann das und das. Okay. Ja. Ich gehe noch mal runter. Und wir gehen gleich mal weiter in die Richtung. Dort war nämlich noch eine Kiste. Und ich habe dort noch eine Statue gesehen. Fick dich, nein. Nein. Alter. Nein, Mann, das wollte ich gar nicht machen. Tut mir leid. Och ja, komm jetzt. Halt doch die Fresse, ey. Oh, das ist doch scheiße. Mann.
Man braucht auf jeden Fall Rüstung. Ist sehr schwer ohne Rüstung. Ich guck mal kurz, ich hab irgendwas. Ja. Bestimmt. Die ist ein ganz klein wenig schneller, deswegen nehme ich die mal. Hier ist noch eine Copper Pickaxe. So, jetzt probiere ich mal kurz das aus. Ah, okay. Cool, die kann man essen. Das hilft uns wirklich weiter. Hallo, ihr Affen. So, das haben wir alles schon abgegrast hier. Das war wirklich ärgerlich. Dass vor allem gleich so viele Viecher auf einmal kommen. Das war voll unfair. Ach cool, jetzt sind ja gar keine mehr. Zumindest sehe ich hier gar keine. Ja, nehme ich an. Also, nehme ich gerne an. Dann nehme ich die Kohle hier oben noch mit. Einfach aus Prinzip. Cool. Die Statue sieht geil aus. Die Waffe ist sehr schnell. Finde ich gut. Okay, wir gucken einfach mal weiter. Geile Landschaft. Madame. Ich möchte die Geldkassette haben. 9. Es geht doch da hoch. Wir haben doch sicherlich irgendwo Fackeln, oder? Natürlich nicht, warum auch? Okay. Cool, Gold. Gold können wir gut gebrauchen. So. Das nehmen wir auch noch mit. Es gibt sehr viele Rohstoffe hier, wie man jetzt schon mal merkt. Okay. Und so wie es aussieht, auch sehr viele Kisten. Aber auch leider auch sehr starke und viele Mobs. Alles hat Vor- und Nachteile. Ich würde ja gerne das hier mitnehmen, aber geht ja nicht, weil ja diese komischen Affenviecher oder Gorilla oder was das ist, wenn wir immer im Wege sind. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Alter, die sind ja mal voll einfach. Alter, wie easy die sind. Okay, naja. Juhu! Was mache ich hier eigentlich gerade? Oh. Hier war mal eine Ruine. Das habe ich jetzt so festgelegt. Was ist das? Ach, normaler Sand, okay. Da drüben sehe ich schon wieder irgendein Monster. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Stirb. Easy. Boah, voll einfach und so. So. Das nehmen wir noch mit. Alter, was ist das? Nein! Ach, sorry, Mann! Ist ja gut. So, die Kohle haben wir auch mitgenommen. Wir sind gerade irgendwie voll am Arsch. Vor allem, weil wir keine Bandagen haben. Ach, geil!
Rätsel kann man die poisen. Das ist ja geil. Cooler Fact. Und da ist er tot. Cool. Richtig cool. Also die Waffe bringt's schon. Hab ich gehört. So. Und so. Das nehmen wir natürlich noch mit. Das lassen wir uns ja nicht entgehen. So weit kommt's noch. So. Gut, lass mich raus. Danke. Hallo, Freunde. Nein. Alter! Alter! Habt ihr das gerade gesehen? Wie krass übertrieben das gerade war. Also nicht. Das war schon irgendwie Wahnsinn. Nein. Och man, hau doch ab. Och Junge. Entschuldigung. So. Erledigt haben wir die. Erledigt haben sie. Voll fertig gemacht. Ich vergesse immer die Blöcke hier hoch zu switchen. Oh. Nein! Nein! Ich sehe nichts! Wo? Ja, das ist doch scheiße! Oh, da kann ich doch nichts machen! Mann, ey! Oh, ich fliege wieder zu einem anderen Planeten. Der Planet ist scheiße. Aber erstmal... müssen wir im Furnace, im Furnace hier das Zeug einschmelzen, das wir gefunden haben. Ich muss sagen, das war wirklich gut, also, dass wir runtergegangen sind. Wir haben doch ganz schön viel Zeug gefunden, da kann man nichts gegen sagen. Ich tue mal die Kohle schnell hier rein. So, das ist gleich fertig. Och, Junge. Entschuldigung, dass jetzt hier gerade jemand anruft. Doch, da kann ich leider nichts dafür. So, dann... oh, jetzt ist doch gut, Mann. Hallo. Och, geh da mal einer ran. Alter, hallo. Oh mein Gott. So. Wollte ich denn jetzt machen? Oh, ich bin komplett aus dem Konzept gekommen. Kann man das kochen? Nee. Backkarotte, Alter. Das klingt auch lecker. So, dann tun wir hier. Nee, wo war denn das? Da, ne? Nee. Hä? Das war doch hier. Nicht? Ich dächte, das wäre hier drinne gewesen, dieses ganzen Erze und so. Hm. Geil. Scheint wohl nichts drin zu sein. Hä? Wo haben wir das denn reingetan, Mann? So, das war woanders her, ja, das war mit einem anderen Charakter. Das lassen wir mal.
Hier gibt's sonst nichts weiter. Nö. Scheint nicht so. Deswegen sortieren wir das mal kurz alles hier ein. Oder warte, ich hau das mal dort rein. Das brauchen wir nicht, das 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 nicht. Ich hau mal kurz alles hier rein. So. Also, wir brauchen Iron. Dann brauchen wir Copper. Copper. Oh, das Inventar ist so anstrengend. Hier haben wir nichts mehr drin. Da auch nicht, da auch nicht. Das muss hier drin sein. Bin ich gerade einfach nur blind? Hey, hier gibt... Hä? Wo hab ich denn... Was? Man will mich doch bestimmt gerade verarschen. Hier ist auch nichts drin. Wo soll denn dann sonst was sein? Hier kann man leider nichts abbauen. Wäre auch sehr krass gewesen. Das sieht so hammer aus. Gut. Ach nein, da oben. Oh Junge. Tatsächlich. Oh, das ist doch... Oh, zum Kotzen ist das. Das ist Silber. Dann haben wir nämlich hier noch was zum Einschmelzen. Ich habe schon gedacht. Das ist ein bisschen scheiße, dass es das sofort da oben hinein verschiebt. Das finde ich ein bisschen schade. Könnte man anders programmieren auf jeden Fall. So, 9 Gold. Das war nicht mal so schlecht. Das, das. Und das. So, das haben wir. Dann das hier. Was brauchen wir noch? Das zu speaking. Silber und Wood Planks. Silber haben wir hier irgendwo, da. 1, 2. Und Wood Planks. Da. Gut, dann bauen wir das Ding mal schnell. District Beacon Craft. Quest complete. Was? Wieso haben wir jetzt 2? Hä? Hm. Okay. Ja gut. Dann. Ich würde den Hallo. Ich würde den Bogen gerne verschieben. Danke. So, dann gehen wir runter und spawnen das Ding mal. Ich weiß natürlich schon, was passiert. Aber... Oh. Hallo? Hier gibt's keine Guards. Stirb. Alter. Brutal. Einfach weggemetzelt. Am geilsten wäre es natürlich, wenn wir ein Dorf finden, dass das dann einfach am Dorf spawnen könnten. Das wäre geil. Da würde ich mich wirklich freuen. Das wäre richtig cool. Oh.
Nun ja. Wenn wir schon dabei sind. Das Eis nehmen wir noch schnell mit. Komm schon, lass mich das Eis mitnehmen. So. Nein, ach man, das wollte ich doch immer gar nicht, ey. Tut mir ja leid. So. Automato? Keine Ahnung, was es ist. So. Wenn ich hier jetzt einfach nichts finde, dann spawn ich es einfach hier. Und ich glaube, ich werde so versagen. Bei dem Ding, was da spawnt. Boah, ich werde so abrecken. Das nimmt man aber noch natürlich mit, ne? Das muss natürlich sein. Oh. Ich nehme es einfach mit. So. Oh. Hallo. Ui. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Das nehme ich doch gerne mit. Es gibt schon fast zu viele Rohstoffe, finde ich. Also. Wäre aber schon geil, wenn wir hier, ich sag mal, ein Dorf finden würden. Wäre auf jeden Fall lustig. Dann, oh, dann könnte man nämlich da das Ding spawnen. Und ich glaube, dann wären die so am Arsch. Ich weiß gar nicht, ob die dann mitkämpfen. Das, da bin ich mir gar nicht so sicher. Lustig wäre es natürlich. Aber ich habe natürlich keinen Plan. So. Komm schon. Ach Gott, so viele Rohstoffe, ist einfach ein Traum. Nein. Ich bin ja der Bogenskiller hier. Hab ich die getroffen? Nee. Mein Revier. So. Ich glaube, wir rennen hier nur im Kreis. Zumindest sieht das so stark danach aus. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß überhaupt nicht, wie groß der Planet ist. Oh. Lol. Okay. Ein neues Blueprint. Cool. Learned to craft a new item. Oh Junge, verpiss dich. Meins. Nein. Mein Revier, alles meins ist das. So, die Affen sind lieb.
Oh nein, ich bin schon wieder. Okay. Es waren wahrscheinlich diese komischen Affen, dieses Geräusch da, dieses Knurren. Ich würde jetzt aber gerne was finden, würde ich nicht nein zu sagen. Och man, kommt schon. Ich nehme das jetzt einfach mit. So. Zack. Sehr schön. Hier gibt's aber auch nichts. Nein! Entschuldigung, das wollte ich nicht. Was soll ich echt tun? Ich mach das jetzt. Einfach weil ich es kann. Boah. Kuckuck. Oh. Ups. Da kommt ja was. Lol. Alter. Wie geil. Alter. Hier, komm rein. Spring. Komm rein, Mann. Komm doch rein. Boah. Voll das Battle hier, Alter. Alter, was ist das denn für eine Waffe? Alter. Oh. Das nehmen wir natürlich mit. Ach, die regeln das schon. Hallo. Alter, jetzt ist ja gut. Komm mal da runter, da oben. Oh, so schön viele Blueprints. Cool. Das nehme ich mit. Ui. So, das war's, liebe Freunde. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Also, der sieht wirklich gut. Der macht sich bestimmt gut in unserer Wohnung. Lol. Cool. Den Dummy nehmen wir natürlich mit. So. Was ist denn das? Ach, okay. Verstehe. So. Aber sonst scheint es hier nichts zu geben. Eine Toilette. Echt jetzt. Wie geil. Wie lustig ist das denn gemacht? Oh, ein Brunnen. Ich war's nicht. Hallo. So, das UFO ist jetzt übrigens weg. Ich bezweifle sehr, dass es noch da ist. Ups. Nein. Ich wollte die Tür gar nicht mitnehmen, aber egal. Dann nehme ich sie halt mit. Was sein muss, muss sein. Sonst gibt es ja auch nichts. Oh. Eine Bombe ist gut. Die Bomben bringen sie nämlich wirklich. Und ein Medical Kit. Nehmen wir alles mit. Danke für eure Güte, Alter. Das nehme ich alles gerne mit. Ups.
tue die Flares gleich wieder da rein, weil ich die eh nicht brauche. Oh, wieso gestört, ey. Yay. Meins. Cool. Vom Aufbau her sehr geil gemacht. Coole Ideen auf jeden Fall vom Entwickler. Da kann man nichts gegen sagen. Bomben nehme ich gerne mit. Hui. So, hallo. Und tschüss. Alter, was ist das denn? Krass. Boah. Ja, ne? Geht klar. Okay. Er hat ja gesagt. So. Sind das Hühner? Entschuldigung. Hühnermörder. Ich hasse Hühnermörder. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Hallo. Oh, wisst ihr, was ich jetzt mache? What? Ja, ist ja gut, Mann. Boah. Fuck you too, Mann. Oh ja. Hallo. Oh. Oh, Junge. Mach doch zu. Hilfe! Hilfe, nein! Jetzt bin ich tot. Schade. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir hiermit die Folge. War auf jeden Fall ganz cool. Ja. Wir haben, glaube ich, sogar ein Rüstungsteil bekommen. Ich guck mal kurz. Ich gehe mal kurz zurück aufs Schiff. So. Gut. Ich guck mal kurz. Ich hab doch, dächte ich. Also erstmal die Blueprints auf jeden Fall. Die haben wir ja gekriegt. So. Jetzt guck ich mal kurz. Ich dächte auf jeden Fall, dass ich ein Rüstungsteil bekommen habe. Da. Pirate Code. Cool. Sieht irgendwie lustig aus. So. Das haben wir. Dann schmelzen wir das noch ein. So. Dann das noch. Holiday Spirits tue ich mal hier mit rein. Jetzt haben wir 31. Das ist ja eigentlich ganz gut. Tastes like copper. Okay. Geht das auch im Ofen? Nee. Das geht nicht. Leider. So, dann müssen wir hier noch was kochen. So. 3. Hier geht's natürlich auch nicht. Hätte mich auch sehr gewundert.
Okay, dann würde ich sagen, beende ich hiermit die Folge, mache eine kleine Aufnahmepause und gehe jetzt erstmal ins Bett. Denn es ist jetzt... Wo steht die Uhrzeit? Da steht sie. Uff, okay, es ist jetzt 3:30 nachts. Einfach so. Okay, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge und dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Bis dann!